Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Drittkanal. Drittkanal abonnieren, bitte, bitte. Gucken wir uns heute an, auf was für TikToks ihr mich markiert habt. www.beren.ozokor.at, ich denke mir so, okay, stabil Erdbeeren. Ich schau da hinten, da ist einfach ein Schild und da steht einfach drauf Erdbeerland. Ja, du musst dir vorstellen, sogar die Erdbeeren haben ein Land, aber... Auf einmal sehe ich sowas, denk. Oh. Junge. Ich fühle ihn. Digga, ich hoffe nicht, dass sie jetzt mein Getränk getrunken haben, sonst raste ich einfach nur noch. Oh mein Gott, Leute, es ist noch da, das ist mein Lieblingsgetränk. Digga, ich hoffe nicht, dass sie jetzt mein Getränk getrunken haben, sonst raste ich. Fortnite-Memes wie banging, Bro. Ich habe nie Fortnite gezockt, Digga, trotzdem Memes kennt jeder einfach. Pringles, oder? Oder Cola-Eis. Schwer. Wisst ihr was? Cola-Eis. Kaktus-Eis bockt nur oben. Deine Haare waschen oder nie wieder deine Haare kämmen. Ich kämme meine Haare eh nie. Waschen. Achso, was ich nicht mehr machen muss? Ich dachte, ich muss es nicht mehr machen, weil es dann automatisch schon gemacht ist. Ja, dann nicht mehr Haare kämmen. Groß, aber dünn sein oder muskulös, aber klein sein. Groß, aber dünn. Kann man ändern. Orangensaft oder Kakao. Orangensaft. Warum hast du mich damals nicht besiegt? Sag schon, Sasuke! Das Licht, das geht um so. Noch keine andere Seite. Oh, ups. Mein Zimmer. Ich werde ausgeraubt, die Polizei währenddessen. In Füßen und du siehst den Schimmer. Nie zurück zu dir. Hast meinen Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Er streckt sogar seine Zunge aus. We all know this one person. Oh mein Gott, Digga. War es nicht falscher Einsatz aber schon? All die Frauen um mich rum, aber keine Interessante. Fokus liegt auf mir, aber Brille ist an der Hand. Bin ein Junge von der Straße, aber keiner checkt. Ja, zur Arbeit sucht mein Bella, weil er das kennt. 1, 2, 3, Brüder hab ich um mich rum. 1, 2, 3, Feinde denken, ich bin dumm. Doch für meine Brüder zieh ich meine Blick hier und es macht. All die Mbappé, Digga. Klingt ohne Spaß echt, Digga. Mbappé hat echt legit angehört. What is your gender? My gender. I'm a mechanic. What is your gender? Ich glaube, der hat aber Gender nicht verstanden, glaube ich. Mahlzeit. Hallo. Hat er gerade Hallo der gesagt? Der denkt auch, der wäre was Besseres. Es heißt Mahlzeit, nicht Deswegen Hallo. Deswegen wähle ich die AfD. Mahlzeit. Wenn der Türke ist. Nein, das wird mir zu viel. Das wird mir zu viel. Weg damit. Oha, wie weit oben hat der? Deutscher. Digga, hat er das danach wieder hochgeholt? Digga, das war schon sehr weit oben. Rennt nicht zu Lidl, sondern teleportiert euch. Aktiv, Bruder, mein Kirsch, ich kann das nicht mehr sehen. Ich schwöre, ich kotze. Guck mal hier. Ein Aktimel. Zwei Aktimel. Die sind alle offen, by the way. Drittes Aktimel. Lass gar nicht drüber reden, mir wird schlecht schon dabei. Ich kann doch jetzt nicht weiter im Krankenhaus liegen. Ja, soll's auch nicht, hä? Was? Ich kann doch jetzt nicht weiter im Krankenhaus. Wer hat danach gefragt? Was ist es, hä? Ich kann doch jetzt nicht weiter. Was soll das denn heißen? Die sagt das so, als müsste man mir nur, weil ich im Krankenhaus liege, es mehr geben. Die Jenna, oder? Ich habe mich zurückgehalten sogar noch. Ich dachte mir so, ah, Daniel, mein Kollege und so, ist gut mit dir, scheiß drauf, ich halte mich zurück. Hat sie Glück gehabt noch. Ich habe ein paar TikToks gesehen, wo sie zu sehen war, so ein bisschen von weiteren.
Da hätte ich auch ein paar Schüsse raushauen können und so, aber... Ey, immerhin sieht ihr Gesicht gut aus. Hat sie immerhin eine Sache, die gut aussieht. Gute Goldin. Die hat mir Eldin mitgebracht. Ach, musst du, Mann. Keiner sieht. Das sag's. Auf Log. Musst du die... Gute Goldin. Die hat mir Eldin mitgebracht. Digga, ich lieg's jetzt. Musti war der Grund, dass ich einmal Snooze genommen habe. Das war vor 1,5 Jahren oder so. Und das war... Ihr könnt jetzt Musti haten auf einer Seite, aber auf der anderen Seite auch ihn feiern. Wisst ihr warum? Weil das war der Tag, als ich mit allem aufgehört habe. Das war genau der Tag, wo ich gesagt habe, ich nehme nie wieder Alkohol, Rauchen oder irgendwas Dings. Also Zigaretten habe ich eh noch nie geraucht, aber da habe ich mit Shisha aufgehört, mit Alkohol trinken. Und Snooze habe ich halt nur an dem Tag einmal genommen. Aber alles aufgehört. Was hast du denn gemacht davor? Shisha geraucht, Alkohol getrunken? Nein, Dennis, danke schön für den Restart im dritten. Das war der letzte Tag da. Keiner sieht. Das sag's. Auf Log. Ich versuche immer, meine Jungs runterzuholen von den Sachen. Frage 1. Wie hoch ist der Wasseranteil auf dem Planeten? 70%. Nee, 70% in unserem Körper. 80%. 70%. Frage 2. Welches Gewürz wird auch als rotes Gold bezeichnet? Safran. Der Safran. Frage 3. Welches Musikinstrument ist mit Schottland verbunden? Dudelsack. Easy. Der Dudelsack. Frage 4. In welchem Körperteil findest du den Ulna? Unterarm. Im Unterarm. Frage 5. Woraus bestehen die Fingernägel? Zink. Aus Keratin. Frage 6. Was ist das chemische Symbol für Silber? Quecksilber. AG. Frage 7. Welcher Planet ist das? Saturn. Frage 8. Was ist schneller, Licht oder Schall? Schall. Licht. Das Licht. Sorry. Noch schnell verbessert. Hallo, ich bin Hamid Loco. Vor einer Woche wurde mir der Kiefer gebrochen. Ist deine Fresse kaputt, macht Murat sie wieder gut. Hallo, ich bin Hamid Loco. Vor einer Woche wurde... Und du willst Gio schlagen? Digga, ich puste den so und der fliegt weg, wallah. Wallah, Billa, wenn ich vor Gio stehe, der macht gleich Entschuldigungsvideo und küsst meine Hand. Und du willst... Was ist das denn? Ansage an Eltern. Jeder weiß, dass Gio auf Flasche sitzt, wenn er vor den Mächtigen steht. Und du willst Gio schlagen? Mein Bruder, ich gebe dir einen Tipp, nimm die Videos lieber raus, bevor Gian die sieht. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich mache gar nichts mehr. Jetzt soll jeder sehen, Digga, was da passiert. Scheißegal, ich mach gar nichts mehr. Ist ja selber schuld. Ich halte mich da raus. Aber warum macht er denn gegen meinen Bruder und gegen meinen Cousin eine Ansage nur? Was soll das? Er geht einfach nur auf unsere Familie, oder hat er was gegen uns? Me realizing if I don't text first, we don't talk. Boah, das ist so traurig, ne? Und ich könnte jetzt wieder sagen, Jungs, bla bla bla, Zitat, so. Aber ich fühle das ja trotzdem. Es gibt Jungs da draußen, die sind traurig. Die sind einfach traurig, Bruder. Die haben Augen nur für ein einziges Mädchen. Die sind vielleicht sogar unnormal gut aussehen. Die könnten sogar andere Weiber haben. Aber das eine Mädchen, was die unbedingt wollen, das will nichts von denen. Und das ist herzzerbrechend, ja. Mein Beileid an alle Jungs, die so sind. Und dann ist es auch oftmals so, dass wenn die dem Mädchen nicht schreiben, dass die Konversation tot ist, probiert es mal aus, ohne Scheiß, probiert es mal aus. Weil wenn das der Fall ist, dann tut mir leid, Jungs, aber dann spielt ihr ein totes Spiel. Dann guckt ihr einen Film ohne Ende. Dann liest ihr ein Buch,
was gar keinen roten Faden hat, dann schreibt ihr eine Geschichte, die nicht endet. Dann fängt ihr eine Aufgabe an, die ihr nicht abschließen könnt. Deswegen solltet ihr versuchen, loszulassen. Ich habe Schaf in meinem Auge ein bisschen getan, als ich Schaf gegessen habe und es brennt. Was haben Sie? Ich habe Schaf in meinem Auge, weil es brennt. Was brennt? Mein Auge brennt. Weswegen brennt Ihr Auge? Weil ich aus Versehen mit Schaf mein Auge angefasst habe. Mit Schaf? Was ist mit dem Typen los? Ja, mit Schaf. Was ist denn Schaf? Ich hab Schaf gegessen, ne? Ich hab vergessen, meine Hände zu waschen. Und ich hab aus Versehen mein Auge angefasst. Was soll ich dagegen tun? Milch? Nee, gegen die Augen Wasser. Spülen. Wasser? In die Augen. Ja. Ich frag Sie, soll ich Wasser benutzen oder soll ich Milch? Sag ich Ihnen, Sie sollen Ihren Auge spülen mit Wasser. Digga, er schreit ihn einfach an. Ach so, ja, alles gut. Der Arm ist am Wein. Ach so, ja, alles gut. Danke. Bitte. Ciao. Tschö. Mutter, was hast du im Gespräch, Digga? Was ist denn Schaf? Geil. Das Fluchtauto steht gerade noch hier. Richtung Bahnhof. Ein dunkler Audi A6, schwarze Felgen, dunkelgrau, sieht von hier aus. Das ist schwarz. Grau, Anthrazit. Schnell. Ja, die sind gerade in der Bank drin. Das Fluchtauto steht flüchtig Richtung Bahnhof. Es wird gepfiffen. Es wird gerade gepfiffen. Mehrfach. Ja, also die stehen in Richtung Bahnhof. Ich kann Ihnen sagen, wie hoch war. Die Taschenlampe. Schwarz gekleidet. Schwarz gekleidet. Jetzt steigt einer ein. Hörst du, was die sprechen? Warum ist sie so außer Puste? Bro, das ist ein Bank. Das ist eine Bank. Das ist nicht dein Geld, was da gerade geklaut wird. Sie sind noch drin. Sie sind noch drin. Ja, sie sind noch drin. Das Auto steht noch da. Es sind auf jeden Fall drei Personen. Drei Personen in der Bank. Eine Person im Auto. Also drei Personen. Snitches. Snitches. In der Bank, eine im Auto. Ich sehe noch keine Tasche. Ey, Bruder, aber das Ding ist, ey, ist so krass, ne? Sie redet mit der Polizei und erklärt es so, als wäre sie der Vater in 96 Hours. Aha, und jetzt kommen die Männer durch die Tür. Einer hat diese Kleidung an. Ah, ich sehe noch keine Tasche. Die Tasche kommt, sie fahren links. Bruder, was so? Hä, muss gar nichts, mein Bruder! Ich sehe noch keine Tasche. Jetzt rennt wieder einer und guckt. Und guckt. Eine Schlüssel. Jetzt rennt wieder einer und guckt und guckt. Was schon guckt? Nicht hingehen. Sind Sie unterwegs? Fallen Sie sich Bahnhof. Richtung ab. Ah, okay. Wir müssen Richtung A4. Weiter. Die fahren Richtung A4, weil ich war sogar noch nicht. Ne? Stopp. Ja. Komm on. Die A4. Ja, ja. Ist er verrückt? Auf den Damm. Was ist das denn? Oder ist er verrückt? Unser Nachbar steht gerade 5 Meter vor dem Typ.
Da geht einfach irgendwer hin. Aber ohne irgendeine Mission. Stell dich einfach so dahin, guck so, denkt so, das guckst du mir von nah an. Der hat einen Schlagstock dabei. Ja, der hat einen Schlagstock dabei, der ist ganz nah am Zaun. Ja, der steht trotzdem noch da. Das Auto fährt. Hä? Was war die Mission von dem Typen, der auf dich zugeht? Ey, das kann ganz gefährlich ausgehen da, ne? Das Fluchtauto steht. Ich glaube, es hat auch einen Grund, dass das Video genau da stoppt. Ja, schwierige Situation. Aber ich find's krass, wie, oh, also Digga, die Frau ist echt, hat den Eindruck gemacht, als würden die was bei der klauen, zu Hause.